Hallo zum Inside Politics Sommergespräch, heute am Grazer Schlossberg. Und die Dame, die in die Kamera lächelt, ist Diplom-Ingenieurin Martha Bissmann, ihres Zeichens Nationalratsabgeordnete und wenn man so möchte auch Vorsitzende der kleinsten Fraktion, weil sie vertritt sich selbst im Nationalrat. Ja, Martha Bissmann, wer ist eigentlich Martha Bissmann? Eine 38-jährige Frau, politische Quereinsteigerin und eine glühende Verfechterin einer gerechten und lebenswerten, schönen Zukunft, in der wir das fossile Zeitalter hinter uns lassen, sobald wie möglich, unser Wirtschaftssystem umbauen und dabei auf das Gemeinwohl setzen und nicht auf die Profite von Konzernen. Kurz gesagt, das ist das, wofür ich brenne. Ich brenne auch für eine Erneuerung der Demokratie, Ermächtigung der Bürgerinnen und Bürger. Und ich habe mich ganz bewusst für den Schritt entschieden, in die Politik zu gehen und ich bereue ihn nicht. Du bereust es nicht. Bereust du es, dass dich die Liste Bilds ausgeschlossen hat? Also der Ausschluss war schon ein großer Schock und auch ein Verlust. Weil ich habe jetzt keine Clubressourcen mehr und tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Parlamentsclubs, mit denen ich zusammenarbeiten konnte. Aber auf der anderen Seite freue ich mich auf die Herausforderung, jetzt als einzige parteifreie, fraktionslose Abgeordnete im österreichischen Nationalrat diese Rolle neu zu bekleiden. Und ich fühle mich gar nicht allein. Ich habe seit dem Tag von meinem Ausschluss wiederholt und eigentlich ja sehr, sehr viel Zuspruch bekommen und Angebote zur ehrenamtlichen Mitarbeit. Und ich habe den Eindruck, dass eine parteifreie Abgeordnete dieses Bürgerengagement besser stimulieren kann oder die Leute mehr dazu motiviert, mitzuhelfen. Und jeder weiß, dass ich jetzt keine Clubressourcen habe. Also, ja, die Leute wollen mir helfen und auf das freue ich mich. Was heißt, du hast keine Clubressourcen? Also üblicherweise hat ja ein Nationalratsabgeordneter 1,5 Mitarbeiter, für die er Budget bekommt. Kriegst du die jetzt nicht oder wie schaut das bei dir jetzt eigentlich aus? Ich habe eine Mitarbeiterstelle, eine Stelle für parlamentarische Mitarbeiter und die habe ich auch schon besetzt. Eine ganz großartige Frau, auch Energie- und Umweltexpertin und Projektmanagerin. Und großartige Persönlichkeit und ja, wir sind schon jetzt ein ganz starkes Team geworden in den 2 Wochen. Okay, das hört sich immer soweit positiv von dir an. Jetzt ist es so, einerseits gibt es sehr viele Leute, die jetzt, wie du selbst im Vorgespräch auch schon gesagt hast, dich unterstützen. Aber es gibt auch viele Leute, die durchaus das sehr kritisch sehen. Daher die Frage, wer glaubt dir eigentlich noch oder wer soll dir glauben, jetzt diese ganze Geschichte, die jetzt gerade abläuft, bezüglich deines Ausschlusses aus der Liste Bilds, die Sache, du hast jetzt eine Klage wegen Mobbing eingereicht bei der zuständigen Anwaltschaft. Bei der Gleichberechtigungsanwaltschaft, wie schaut das jetzt aus? Wer soll dir eigentlich glauben? Ja, es glauben mir viele Menschen. Viele Menschen sind auch skeptisch. Und das merke ich, das weiß ich, weil ich bekomme ja viele Zuschriften, Facebook, E-Mail, kritische Zuschriften, die ich alle lese. Das ist mir wichtig. Und genau aus dem Grund habe ich jetzt aber nicht die Klage, es ist ein Antrag auf Überprüfung einer Sachverhaltsdarstellung. Also diesen Antrag auf Überprüfung habe ich jetzt eingereicht und genau aus dem Grund, dass ich möchte, dass sich Fachleute das anschauen und dann ihr Urteil geben darüber, ob das wirklich Mobbing war. Weil bis jetzt habe ich nur, unter Anführungszeichen, meine eigene psychische Befindlichkeit zu dem, was ich erlebt habe und die Einschätzung meines geschätzten Anwaltes. Und ich möchte jetzt eben das Urteil, also die Beurteilung oder die Einschätzung dieser Gleichbehandlungsanwaltschaft haben. Heißt das jetzt? Um glaubwürdig zu sein, natürlich, ja. Und eins ist aber klar, es gibt kein Schwarz-Weiß in der Sache. Es gibt niemanden, der nur schlecht gehandelt hat und nur gut.
auch ich habe Fehler gemacht, ganz definitiv. Und es sind auch Fehler, die daher rühren, dass ich neu bin in der Politik und gewisse Dynamiken und Mechanismen für mich völlig neu sind. Ich komme aus einer ganz anderen beruflichen Szene, ja, aus einer ganz anderen Branche, wo man ganz anders miteinander umgeht. Und diese politische Kultur, die ich da vorgefunden habe, die ist für mich ganz neu. Die hat mich zum Teil natürlich überfordert. Und ich muss schon sagen, das ist so eine Kultur, die ich eigentlich nicht will. Und ich denke mir halt, auf dem Weg zu einer neuen politischen Kultur, die ich gern vorleben möchte, es ist schon wichtig, dass man das, was man ändern will, aufzeigt und sich auch wehrt, wenn was nicht korrekt abläuft. Ja. Also es ist nicht schwarz-weiß, ich habe auch Fehler gemacht. Ich versuche daraus zu lernen und ich möchte mich auch entschuldigen bei allen Wählerinnen und Wählern, die jetzt völlig berechtigt enttäuscht sind, dass es der Liste Pilz nicht so gut geht zurzeit. Und natürlich geht es ihr nicht gut aufgrund des Konflikts. Und ich bin da eine sehr exponierte Proponentin in diesem Konflikt. Und natürlich an mir. Aus dem Grund wird viel von diesem Frust und von dieser Enttäuschung der Wählerinnen und Wähler auch abgearbeitet. Und das ist mir bewusst und das tut mir leid. Okay, ich muss jetzt ein bisschen die üblichen Worte, wir müssen auf die Zeit schauen, reinbringen, wie so halt bei der Konkurrenz auch immer wieder gesagt wird. Aber in der Kurzfassung, du hast gesagt, du hast selber Fehler gemacht. Welche Fehler hast du gemacht? Und die andere Frage ist, welche Fehler haben die anderen gemacht? Und dein Kollege Sebastian Barmener, der ebenfalls die Liste Pilz verlassen musste, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen, der hat gesagt vor ein paar Tagen, es wird noch sehr viel herauskommen. Was wird denn das sein ungefähr? Also das betrifft jetzt seine Angelegenheit, über die ich mich nicht äußern möchte, also sein eigener Konflikt mit der Liste Pilz. Deswegen kann ich darüber nichts sagen. Da gibt es auch ein laufendes arbeitsrechtliches Verfahren, das ich schon aus dem Grund nicht kommentieren möchte. Zu meinen eigenen Fehlern, also viele kleine Fehler in der Kommunikation, in der was auch immer. Ich glaube, ich habe einen Kapitalfehler gemacht und das war wirklich der, dass ich begonnen habe oder mich hinreißen habe lassen, einen Mandatswechsel zu verhandeln, gegen meine innerste Überzeugung. Und zwar, es hat sich niemand bewegt. Es gab da so ein Treffen mit Peter Pilz und es war wirklich so, es ging die Runde, ja, wer könnte sich vorstellen zu wechseln, zu welchen Bedingungen? Und alle haben es kategorisch abgelehnt, ich war das Letzte dran und ich habe mir gedacht, so, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Ja? Ich wollte unbedingt, dass Peter Pilz zurückkommt in den Nationalrat und dann habe ich halt, zu verhandeln begonnen und das war ein Fehler. Weil aus dem Grund habe ich da Vorstellungen gehabt, Wünsche über den Mandatswechsel, die viel zu hoch waren, weil ich es eigentlich gar nicht wollte. Und dann habe ich spät zurückgezogen und da musste ich dann schon in die Öffentlichkeit gehen, weil die Punktation schon öffentlich war. Also das war dann so eine Unglücksspirale, die da begonnen hat. Okay, also du sprichst von einem Kaskadeneffekt. Ja, absolut. Es gibt noch einen zweiten Fehler, den ich sehr bereue. Ich habe für den Ausschluss von Sebastian Bornmehner gestimmt, auch gegen meine innerste Überzeugung, weil ich so eingeschüchtert war. Ich hatte wirklich Angst davor, selbst rausgeschmissen zu werden, wenn ich das nicht tue. Jetzt haben wir aber zum Beispiel... Angst ist ein schlechter Berater, das habe ich gelernt. Das ist klar. Jetzt haben wir das erste Mal im Juni gesprochen. Da war ja der Ausschluss erstmals auch schon ein Thema. Mhm. Jetzt ist die Frage, 2 Monate lang ist mehr oder weniger dieses Damokles über deinem Kopf geschwebt. 6 Wochen. Ja, knappe 2 Monate. Wie fühlt man sich da eigentlich und wie agiert man da, wenn man eigentlich so wie in der Schulzeit weiß, okay, man steht kurz vorm Rauswurf aus der Schule und wie schaut dann die Zukunft aus? Ja, das war nicht schön. Also das war wirklich wie... Also ich bin ins Büro gegangen. Ach, okay.
Ja, das Damoklesschwert beschreibt alles. Also man geht ins Büro und geht auf rohen Eiern. Ja. Und also ich habe dann mehrmals was interveniert und versucht, das auszulösen. Und als Antwort habe ich bekommen, so ein, wissen wir jetzt nicht, wie lange das jetzt noch auf der Tagesordnung steht, bis du dich bewährt hast. Quasi, also gar nicht. Das war schon Tortur, absolut, ja. Also du bist jedes Mal reingegangen zu einer Sitzung und auf der Tagesordnung ist ein Ausschluss gestanden. Ja, die Nacht davor war natürlich, der Tag davor und die Nacht davor war natürlich, ich war davon dominiert. Ich habe überlegt, was ich tun kann, damit es nicht passiert. Dann versucht man rauszufinden, ob da genug Leute anwesend sind, dass man überhaupt abstimmen kann, mit wem man reden kann, der eventuell dagegen hält und so. Und ich hatte ja Gott sei Dank Daniela Holzinger, das war so ein bisschen, das hat immer ein bisschen geholfen, ja, die schon einmal offen gesagt hat, sie wird das nicht zulassen, sie wird dagegen stimmen. Aber wirklich eine höchst unentspannte Lage, ja. Hat mich sehr belastet. Stichwort Daniela Holzinger, seid ihr eigentlich noch in Kontakt und kannst du dich dazu äußern, ob sie überhaupt noch bei der Liste Bild seine lange Zukunft hat? Nein, ich kann mich nicht über Daniela Holzingers Zukunft äußern. Sie ist auf jeden Fall eine sehr starke Abgeordnete und die Liste Bild braucht sie unbedingt. Und ich setze darauf, dass sie jetzt beide versuchen, also da zusammenzukommen. Wir haben einen sehr guten Kontakt miteinander. Sie hat auch schon ganz offiziell gesagt, sie möchte mit mir in Zukunft kooperieren und ja, ich freue mich schon auf ihre Unterschrift auf meinem ersten Antrag als wilde Abgeordnete. Wilde Abgeordnete, da gibt es ein schönes Stichwort, nämlich nicht Sprichwort, sondern freie Abgeordnete. Das hat auch eine Grazerin, die auch aus einer Partei ausgeschlossen wurde, gesagt, eine gewisse Susanne Winter. Würdest du diesen Begriff für dich auch wählen? Freie Abgeordnete? Statt wilde Abgeordnete. Statt wild. Ich finde beide gut, ich kombiniere die gerne. Also freiwillig. Freiwillig, nein, ich bin kein Freiwillig. Das war ich bis jetzt. Das war ich noch in der Liste letzte Woche. Nein, also frei ist eigentlich der korrektere Ausdruck. Ich habe mal gehört, der Ausdruck wilde Abgeordnete ist von den Club-Ob-Leuten mal definiert worden, weil die wollen ja schon, dass diese Rolle keine Ruhmvolle ist, ja, damit die Abgeordneten der bestehenden Clubs nicht auf blöde Ideen kommen und vielleicht sogar freiwillig austreten. Das, ja, und deswegen habe ich mal die Empfehlung bekommen, ich soll freie Abgeordnete verwenden. Böse Zungen sagen, ja, man könnte auch als Abgeordneter sein Hirn einschalten und nicht dem Clubzwang folgen, aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich sage sehr gern fraktionsfrei, ja. Ja, das ist in Deutschland der übliche Begriff. Das ist in Deutschland der übliche Begriff, ja. Oder unabhängig, man kann auch unabhängig sein. Ich komme jetzt gleich mal weiter, wir haben wirklich nicht so viel Zeit. Es gibt ein paar Fragen von Reddit Austria-Usern, die habe ich heute gefragt, ob sie etwas von dir wissen wollen. Du musst die Fragen nicht beantworten, aber es sind natürlich hier auch durchaus ein paar Satzstellungen dabei, die sehr provokant sind und ich habe einfach gedacht, versuchen wir es mal. Probieren wir es und ja, du hast einfach die Möglichkeit darauf zu beantworten oder auch nicht. Pelikan 321 schreibt, was unterscheidet sie ihrer Meinung nach von einer geldgierigen Karrieristin, die sich von einer Partei aufstellen lässt, gewählt wird, dann ihre Partei ruiniert und ihr Engagement nach der Wahl auf Lippenbekenntnissen und Geldkassieren reduziert? Ganz einfach. Diese Person, die jetzt vorgelesen wurde in der Beschreibung, das bin ich nicht. Ich identifiziere mich mit keinem einzigen dieser Attribute und wenn man mich kennt, dann kann man das offenherzig bestätigen, dass ich das nicht bin. Wenn jetzt die Partei Schaden genommen hat durch die Konflikte, dann gibt es viele beteiligte Personen und ja, ich bin eine der beteiligten Personen. Ich habe da eine Rolle, auch eine Verantwortung. Absolut, ja. Glaubst du, dass die mediale Berichterstattung hier auch sehr, sagen wir mal so, das Gesicht oder das Bild verzerrt? Finde ich gar nicht. Ich finde die mediale Berichterstattung in der Sache recht korrekt und im Großteil seriös recherchiert. Was das öffentliche Bild verzerrt oder was halt passiert, ist eine
sind Zuschreibungen durch die Öffentlichkeit. Und ich habe auch schon einmal einen ganz heftigen Shitstorm erlebt und einen ganz sachten, weil nach meinem Rausschmiss hatte ich viel mehr positive Zuschriften dann bekommen. Aber ja, nochmal, die mediale Berichterstattung finde ich recht korrekt. Dazu die nächste Frage. HTS Gott Damasco schreibt, ist Ihr Verhalten nicht peinlich? Haben Sie keine Gewissensbisse, Sexismus zu verharmlosen, indem Sie Sexismus schreien, um sich von den Konsequenzen Ihres eigenen Handelns loszusprechen? Also ich schreie nicht Sexismus in Richtung Liste, Partei oder Club. Das habe ich nie gemacht. Wenn ich Sexismus in den Mund genommen habe, dann war das in Bezug auf den Shitstorm, den ich erleben musste nach der Veröffentlichung der Punktation im Juni. Und das waren derbe, sehr böse, wirklich zutiefst sexistische Zuschriften, die ich da erhalten habe. Das hat aber nichts mit dem Parlamentsclub zu tun oder der Partei. Das muss man ganz klar trennen. Die Vorwürfe, die es gibt Richtung Club, sind Mobbing. Und das, fertig, ja. 3Z, The Last User, meint, wie war damals und heute Frau Bissmanns Meinung darüber, dass Frau Winter wilde Abgeordnete blieb und die Bezeichnung freie Abgeordnete einführen wollte, die Frau Bissmann nun selbst immer wieder verwendet? Wir haben gerade vorher drüber gesprochen. Ja. Naja, der Begriff freie Abgeordnete oder wilde Abgeordnete, das eine wie das andere, beschreibt eine Rolle, eine Position. Und da gibt es unterschiedliche Menschen, die besetzen zu unterschiedlichen Zeiten. Auch ein FPÖ-Abgeordneter ist genauso ein Abgeordneter wie eine SPÖ-Abgeordnete. Ich bin da komplett emotionslos, was das betrifft. Das sind Begrifflichkeiten. Okay. Weder negativ noch positive Zuschreibungen. Kann man stehen lassen. Wie stehen die Chancen, dass eine der anderen Parteien sie noch vor 2019 aufnehmen wird? Spannende Frage, ne? ehrlich gesagt, das ist gar nicht wichtig für mich zurzeit. Ich konzentriere mich total darauf, meine Rolle als wilde Abgeordnete ganz neu zu beschreiben. Und ich hoffe, dass ich da viel Unterstützung bekomme aus der Bevölkerung und so eine Art Bürgerfraktion gründen kann. Also, wenn das aufgeht, brauche ich vielleicht gar keine neue Partei, der ich, ja. Dazu eine Nachfrage von mir. Du hast ja seinerzeit, wenn du schon bei Bürgerabgeordnete bist, auch eine Bürgerpräsidentin, wenn man so will, unterstützt, Irmgard Gries. Du warst damals im politischen Beratungsteam, kann man glaube ich so sagen. Im Wahlkampfteam war ich eine Teamleiterin, ja. Ja. Und ja, könntest du dir eigentlich sowas vorstellen, so eine Art Bürgerliste? Es ist interessant, hier diesen Link zu zeigen, weil ich habe tatsächlich nach der Präsidentschaftswahl, also nach dem Ausscheiden von Irmgard Gries, einige Zeit lang versucht, eine Bürgerbewegung zu gründen mit Irmgard Gries vorne dran. Aber es ist dann nichts draus geworden, aber da waren viele, Dutzende, ganz viele Menschen waren davon begeistert, von dieser Idee. Und irgendwie trägt mich die Idee heute auch noch. Aber als Bürgerbewegung bezeichnen sich die Neos auch und man hört so, dass es da gewisse Sympathien gibt. Also könntest du da eine Zusammenarbeit dir vorstellen? Weil aufnehmen wollte ich ja die Neos aufgrund eines Parteibeschlusses nicht. Der jetzt nicht gegen dich gerichtet ist, muss ich auch dazu sagen. Ja, das war ein Jahr alt oder so, der Parteibeschluss. Zusammenarbeiten will ich mit allen Fraktionen im Parlament, inklusive FPÖ, wenn das Sinn macht, für gewisse Anträge, ja, für gewisse Initiativen. Was jetzt, also die Neos da jetzt besonders hervorzuheben, ist zu früh. Das ist einfach zu früh. Also ich werde Gespräche führen mit allen Parteien, wenn die Zeit gekommen ist. Okay. Und dann fragt derselbe User, also 3Z, der Last User noch, wie Sie im Zweifelsfall bis zur nächsten Wahl wilde Abgeordnete bleiben? Wie stellt sie sich ihre Zukunft vor und glaubt sie, dass sie als wilde Abgeordnete nach der Wahl noch im Parlament sitzen wird? Ja, das glaube ich. Klar, ohne den Glauben hätte ich nicht durchgehalten.
bis jetzt. Und da werden noch viele Herausforderungen kommen. Die Politik ist voller Fallen und Stolpersteine. Aber wenn man für was brennt, dann kann man Krisen gut überstehen. Also ich versuche das jetzt mal. Ich gehe da mit vollem Elan und Schwung rein und versuche da eine Bürgerfraktion aufzustellen und damit zu arbeiten. Und wenn ich sehe, damit komme ich nicht voran und komme ich nicht weiter, dann werde ich was anderes machen. Aber eins ist klar, ja, die Klimathematik, die Klimakatastrophe ist jetzt endlich angekommen in Österreich. Endlich in den Köpfen, endlich in den Medien, endlich in der Öffentlichkeit präsent. Und es brennt wirklich. Wir haben genau 2 bis 4 Jahre noch, um die größten, die schlimmsten Folgen zu verhindern. Die globale Klimawissenschaft ist sich da einig. Das sind über 1000 der renommiertesten Klimaforscher, die unter dem IPCC zusammengefasst arbeiten. Und das ist mein Thema, ja? Also Klimawandel, Energiewende, Verkehrswende, Wärmewende, das sind die Schalthebel. Und wann, wenn nicht jetzt, ist es wichtig, so eine Stimme im Parlament zu haben. Aber es ist klar, alleine bin ich machtlos. Deswegen ist das Gebot der Stunde für mich Allianzen, Allianzen, Allianzen. In alle Richtungen, Richtung Zivilgesellschaft, den Branchenvertretern aus der Nachhaltigkeitsbranche, Klimaschutz, und den Fraktionskollegen und Kolleginnen oder auch den Ministern, ja. Okay. Also der Regierung. Ja, aber Fraktionskolleginnen und Kollegen hast du ja in dem Sinn nicht mehr. Nein, damit meinte ich Kolleginnen und Kollegen aus allen Fraktionen. Okay. Meine Fraktionskolleginnen zukünftig sind Bürgerinnen und Bürger. Aha, die Bürger sind deine Fraktion, das muss ich mal merken. Gut, Portfreak, da sind ein paar Fragen, die haben wir schon quasi beantwortet, aber das, was doch interessant ist, wie denkt Marta Bismann, dass ihr Verhalten bei der Bevölkerung ankommt? Und war ihr bewusst, dass sie der Liste Bilds mit ihrem Link Schaden zufügt? Wenn ja, war ihr das egal? Wenn nein, bereut sie das? War das Wort jetzt Leak? Leak, ja. Weil es hat ja da Aussagen gegeben, dass du Sachen hinausgeleakt hättest. Ich glaube, da bezog sich auf die Affäre Bornmena. Also es gibt bei Leaks 2 Dinge, die man klar unterscheiden muss in Bezug auf die Liste Pilz. Wir hatten lange Zeit ein riesiges Problem mit einem Maulwurf im engsten Kreis, also im Parlamentsclub. Von Januar weg hatte diese Person, oder es waren wahrscheinlich sogar mehrere, regelmäßig hochsensible Informationen an, zum Teil aus geheimen Facebook-Gruppen, an die Presse gespielt. Und dann entstanden daraus Artikel, die uns wirklich geschadet haben. Diese Person wurde immer noch nicht identifiziert, ich war es nicht. Auch wenn das Peter Pilz im Sommergespräch angedeutet hat, dass ich das gewesen sei. Eine Sache. Zweite Sache zum Thema Leaks. Der Grund, der offizielle Grund meines Ausschlusses war ja, dass ich Informationen aus einer Clubsitzung weitergegeben hätte an Sebastian Bornmena. Und ja, das habe ich gemacht. Weil ich das mit meinem moralischen Gewissen nicht vereinbaren konnte, das nicht zu tun. Weil in dieser Sitzung wurde Sebastian Bornmena mit Klage gedroht und damit gedroht, ihn wirtschaftlich zu ruinieren damit. Und das habe ich weitergegeben. Und das ist das, was Peter Pilz jahrzehntelang tat. Ja? Also geheime Informationen weitergeben, wenn damit schlimmeres Unrecht verhindert werden kann. Und das war der Grund, ja. So könnte man Liste Pilz, also LP, auch für Leak-Parteien missverstehen. Das ist jetzt wirklich lustig. Okay. Aber die Frage war, hat auch noch enthalten, ob ich jetzt der erste Teil war, ob ich ein schlechtes, wie das bei der Bevölkerung ankommt, mein genau, Verhalten. Wie dein Verhalten bei der Bevölkerung ankommt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ich kann das nachvollziehen, dass das irritiert. Das ist, das kennt man nicht, dass eine Politikerin im Amt so offen Missstände thematisiert oder sich so, so anlegt mit ihrer eigenen Partei und die Konsequenzen trägt, die ich ertrage jetzt durch den Ausschluss. Möglicherweise wird mir Undankbarkeit zugeschrieben. Ja, also es gibt so eine ganze lange Liste an Negativattributen, die mir zugeschrieben werden. Ja, damit muss man leben. Das ist
das ist in der Politik oft so, man kann es nicht allen recht machen. Aber ich bekomme auch viele positive Zuschreibungen. Standfestigkeit, Mut, ja, Herz, ja. Unbeugsamkeit. Ne? Also ich bin ganz klar mit dem Vorhaben, mit der Absicht in die Politik gegangen, mich nicht zu verbiegen. Das hat seinen Preis. Verständlich. Abschließend zu dieser Rubrik noch, Keller Kellner schreibt, was sagt Martha Biesmann zum Comeback von Landbauer, also dem ehemaligen FPÖ-Spitzenkandidaten in Niederösterreich? Die FPÖ hofft wohl auf das schnelle Vergessen in der Politik. Mich wundert es, dass es nicht größere Wellen schlägt an Empörung. Aber die Skandale, die sich auf der Bundesebene so durch die Regierung ziehen, sind wohl weitaus größer, dass es nicht wirklich so großen Niederschlag findet. Also es ist unerhört. Es ist wirklich ein Skandal, wie es war zu erwarten. Okay. So, das waren einmal die Reddit-Fragen. Jetzt sind wir noch ein paar Fragen über. Wir müssen noch auf die Zeit schauen. Ich schalte mal kurz die Kamera ab und dann gehen wir ins Finale. Jetzt kommen wir sozusagen auch zu den elementaren Bestandteilen eines Nationalratsabgeordneten, nämlich es geht ja hier um politische Entscheidungen. Mhm. Und politische Entscheidungen wirst du jetzt die nächsten 4 Jahre definitiv noch treffen müssen bis 2022. Das heißt, was ist dein Hauptthemenbereich, zum Beispiel Afrikapolitik, Umweltschutz, Öko? Das sind ja Sachen, die du ja auch zum Teil beruflich schon gemacht hast und die du, wenn ich mich nicht irre, auch studiert hast. Ja, das ist mein roter Faden, der zieht sich durch mein Leben, seit ich 19 bin. Energiewende, Klimaschutz und Entwicklungszusammenarbeit, die nicht mehr darauf beruht, dass wir Geld in Entwicklungsländer schicken oder in sich entwickelnden Volkswirtschaften, sondern dass wir sinnvoll und nachhaltige Partnerschaften bauen, also Handelspartnerschaften. Und der Bereich der Energiewende ist ein wunderbares Beispiel, das zeigt, dass es funktioniert. Afrika hat viel Sonne, riesengroßes Energiepotenzial, Solarenergiepotenzial. Und Österreich hat das Know-how, hat die Firmen, die Unternehmen, die in dem Bereich forschen, entwickeln und Produkte produzieren, auch Technologie. Und dieses Know-how und diese Technologie, wenn wir das nach Afrika transferieren, also noch mehr, als wir das jetzt schon tun, und dann können wir dort eine positive Entwicklung forcieren. Das schafft ja auch vor Ort Arbeitsplätze und stärkt die lokale Wertschöpfung, weil die Energieversorgung dezentralisiert ist. Und wir sehen das in Ländern, in Schwellenländern und Entwicklungsländern, der Zugang zu leistbarer und sauberer Energie ist ein ganz wesentlicher Faktor beim Wirtschaftswachstum. Und auch bei den Kinderzahlen, ja? beim Bevölkerungswachstum. Das bremst nämlich das Bevölkerungswachstum. Und gleichzeitig schützen wir das Klima. Das sind ja emissionsarme oder emissionsfreie Energieerzeugungsmethoden, die Erneuerbaren. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und es macht wirklich großen Sinn, da eben Migrationsursachen auf diese Art und Weise zu bekämpfen und nicht durch Mauern, die wir zwischen unserem Kontinent und anderen Kontinenten bauen jetzt im Kopf und auch physisch irgendwelche Lager aufbauen. Da gibt es ja ein chinesisches Sprichwort, wenn der Wind kommt, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Ja, das ist ein wunderschönes Sprichwort, ich liebe es, genau. Wenn du vom Bevölkerungswachstum redest, dann komme ich auch schon zu einer sehr persönlichen Frage. Du bist laut Engelgabe das 8. von 9 Kindern. Mhm. Wie war das eigentlich, in einer Großfamilie zu leben? Und wie hat sich das sozusagen einerseits auf die finanzielle Situation, auf deine Karriereziele etc. ausgewirkt? Es war schön, lustig, laut, turbulent. Also für ein Kind war das paradiesisch. Ja. Ich war auch das 8. Also ich hatte so viele ältere Geschwister. Immer war jemand für das zu haben, was man gerade braucht oder will, ob das jetzt Spielen oder Lernen ist oder Ausflüge.
Aber wir hatten natürlich nicht so viel Geld, klar. Neun Kinder muss man mal durchfüttern. Und von daher bin ich schon sehr dankbar, dass ich jetzt dass ich jetzt die Möglichkeit habe, da Gutes bewirken zu können mit meiner Arbeit und ein gutes Einkommen zu haben. Da bin ich wirklich sehr dankbar dafür. Ich kann es wirklich wertschätzen. Und ich habe das als Kind schon mir auch gewünscht. Ich bin immer noch Teil dieser großen Familie und es ist auch so bei uns, wir sind so aufgewachsen, dass wir einander sehr viel helfen, also auch im Materiellen. Also da ist ein schöner Austausch da auch, zu dem ich jetzt noch mehr beitragen kann. Ich verstehe. Und du bist wahrscheinlich auch schon mehrfache Tante, also. Zwölffache, ja. Gut. Wie soll das sozusagen die nächsten Jahre deines Erachtens nach weitergehen? Unser Kanal hat sich sehr intensiv mit der Flüchtlingskrise beschäftigt. Das Thema Neokolonialismus spielt ja auch immer wieder eine Rolle. Also sprich, wie verhindert man, wenn man jetzt mehr Geld nach Afrika bringt, wenn man dort wiederum sich mehr engagiert, dass da eben sozusagen einerseits die böse Erinnerung an den Kolonialismus zurückkehrt, Vorbehalte der Afrikaner, die ja verständlich sind, gegenüber den Europäern kommen. Und die andere Frage ist natürlich, wie bringt man sich dort auch nachhaltig ein? Also diese Vorbehalte sind zum Teil noch vorhanden. Das habe ich selbst gemerkt, als ich in Afrika war. Aber da gibt es nur ein Mittel, ja, dagegen. Den Menschen dort auf Augenhöhe begegnen. Sie wirklich respektieren und ihnen zu zeigen, dass man kooperieren will auf gleicher Ebene. Und Afrikaner sind ganz großartige Menschen. Da gibt es, also es ist wirklich wundervoll, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Und sie sind sehr neugierig, sie sind sehr interessiert daran, über andere Kulturen zu erfahren. Und sie sind auch sehr schnell im Lernen, im Austausch und selbst blitzgescheit. Ich habe super tolle, super kompetente Menschen dort angetroffen. Viele gehen auch ins Ausland, nach Europa, Amerika zu studieren und wollen dann zurückkommen und dort helfen, ihr eigenes Land mit aufzubauen und zu gestalten. Und diese Menschen sind Gold wert. Und mit denen zusammenzuarbeiten ist ein Schlüssel auch für erfolgreiche Projekte und nachhaltige Projekte eben. Und China ist ja momentan sehr, sehr stark in Afrika vertreten. Also es gibt kein afrikanisches Land, wo China nicht massiv heftig investiert. Und da passiert schon eine Art von Kolonialisierung. Und es ist wichtig, dass man da afrikanischen Entscheidungsträgern auch ein bisschen die Augen öffnet und sie vor den Gefahren warnt, die dadurch entstehen, weil das ist nichts umsonst. Ja. Also die Chinesen investieren da in Infrastruktur, wollen aber natürlich Zugriff zu Rohstoffen und zu Ressourcen. Machen die Amerikaner auf der anderen Seite auch. Machen die Amerikaner natürlich auf der anderen Seite auch, aber die Chinesen sind schon sehr, die sind da schon sehr intensiv am Arbeiten in Afrika. Es ist zum Teil ja auch positiv, ja, also klar, das darf man jetzt auch nicht überheblich sein, ja? Und von Europa aus sagen, ja, nehmt das Geld der Chinesen nicht an, wenn die dafür sorgen, dass entlegene Dörfer Stromzugang haben oder dass dort Straßen hinführen. Aber, wie gesagt, es ist wichtig, dass man da diesen Dialog findet auf der Entscheidungsträgerebene zwischen Afrika, Europa und China, dass man da auch im Dreieck miteinander arbeitet. In meinem grauen Hirn wird langsam eine Erinnerung wach, nämlich an einen gewissen Herrn Westerwelle aus dem Jahr 2004. Das war, glaube ich, damals bei einer Neujahrsrede. Der hat damals gesagt, China baut den Transrapid nach und gibt 1 Milliarde Versorgungsgelder an Afrika oder an Entwicklungsgelder an afrikanische Staaten. Und tatsächlich würde Deutschland 300 Millionen Euro zum selben Zeitpunkt an China an Entwicklungshilfe wiederum schicken. Hat er das eigentlich als Paniertheit abgetan? Wie würdest du das jetzt wirklich sehen? Also wo ist dieser europäische Zugang zu Afrika? Der europäische Zugang zu Afrika ist durchaus ambivalent. Also wir haben einerseits die traurige, ungerechte Geschichte der Kolonialisierung und dann haben wir deren Fortsetzung, die Fortsetzung der Ungerechtigkeit darin, dass
die subventionierten Agrarprodukte und Baumwolle und also hauptsächlich Agrarprodukte und Baumwolle, Baumwolle eher aus Amerika, den afrikanischen Markt fluten und die heimische Wirtschaft zerstören. Das ist ein Riesenproblem. Daran leiden viele, viele afrikanische Länder. Darum kommen sie so schwer auf die Beine wirtschaftlich. Das ist die Grundsünde der westlichen Nationen in Bezug auf Afrika. Und da spielt Europa eine ganz große Rolle darin. So, dann gibt es diese Entwicklungszusammenarbeit, ja, die ja wirklich nur einen kleinen Anteil des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Wir kämpfen in Österreich für das 0,7%-Ziel. Ja, aber aktuell haben wir 0,36 oder so. Was wir an das Bruttoinlandsprodukt, was wir dann Entwicklungshilfe ausgeben, das ist wirklich marginal. Und darauf stützt man sich dann oder darauf bezieht man sich dann und sagt, ja, man kümmert sich ja eh um den Kontinent. Und ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir müssen weg von dieser Entwicklungshilfe hin zu sinnvollen interkontinentalen, fairen Handelskooperationen. Wirklich fair. Und da ist noch wirklich viel zu tun. Also Europa muss da erstmal vor der eigenen Haustür kehren, bevor sie irgendeinen Kommentar über einen anderen Kontinent oder ein anderes Land in Bezug auf Wirtschaftshilfe oder Entwicklungshilfe nach Richtung Afrika abgeben kann. Könntest du dir eigentlich vorstellen, nach der Politik, sagen wir 2022, willst du nicht mehr Abgeordnete sein, dann nach Afrika zu gehen, zu Entwicklungsprojekten, also auswandern, dass du einfach sagst, okay, du hilfst vor Ort oder machst direkt Projekte vor Ort? Ich war schon mal in Afrika ein halbes Jahr. Das war das letzte Semester meines Studiums, da habe ich auch meine Diplomarbeit geschrieben vor Ort. Kurz wo? Auf den Kapverdischen Inseln, auf der Hauptinsel Santiago. Und da habe ich geforscht über den Bereich Windbetriebe und der Meerwasserentsalzung. Das war meine Diplomarbeit und gleichzeitig habe ich Solaranlagen gebaut mit Jugendlichen am Land aus lokalen Materialien. Das hat mir große Freude und Erfüllung gegeben und ich war knapp davor, diesen Weg einzuschlagen, Entwicklungshelferin zu werden. Und dann habe ich doch einen anderen Weg gewählt. Ob ich denn jetzt mit 40, also dann mit über 40 nochmal anpacke, ist noch offen. Also auf jeden Fall habe ich eine große Affinität für Afrika. Mein Herz schlägt für diesen Kontinent. Afrika, Afrika, das hat nicht nur der Herr Heller gerufen. Gut, dann komme ich zu einer abschließenden Frage. Auch kurz im Vorgespräch haben wir darüber geredet. Du hast gemeint, einerseits empfindest du dich als Mobbingopfer und andererseits willst du auch anderen Mobbingopfern helfen. Und du hast auch gemeint, dass es quasi keine Anlaufstelle für Männer gibt. Mhm. Was würdest du da sozusagen jetzt im Sinne einer parlamentarischen Initiative machen wollen? Ich fände es wirklich gut und begrüßenswert und sinnvoll, wenn wir diese Gleichbehandlungsanwaltschaft für Männer öffnen. Also eine Abteilung machen für Männer, die von Machtmissbrauch betroffen sind. Mobbing ist ja nur eine Form von Machtmissbrauch. Sexuelle Belästigung ist eine andere Form. Und da gibt es noch andere Formen von Machtmissbrauch. Aber das sind alles Symptome und Ausprägungen eines Systems, wo Gewalt angewendet wird, also wo Macht missbraucht wird. Ich kann mich da sehr gut in Männer reinversetzen, die sich jetzt denken, ja, die gemobbt werden und sich da ungleich behandelt fühlen oder die das unfair finden, dass es eben für sie nicht möglich ist, dort ihre Beschwerde einzureichen. Es gibt schon Mobbing-Beratungsstellen, ja, gibt es schon. Aber jetzt gerade diese eine sehr wichtige Einrichtung, die im Bundeskanzleramt angesiedelt ist, wo wirklich hochkarätige, kompetente Leute arbeiten, die würde ich gern für Männer öffnen. Frei nach Colombo, eine Frage hätte ich noch. Ich habe es heute zusammengebracht, fast 700 Kommentare auf Facebook und auf Reddit zu provozieren mit einem Kommentar zum Thema Nachhaltigkeit und Fleischkonsum. Ja, und ich glaube, du weißt schon, auf was ich hinaus will. Wird es Reglementierungen in Zukunft geben müssen, weil
ZDF heute hat, Magazin hat heute präsentiert, dass das Öko-Institut in Deutschland gemeint hat, dass tierische Nahrungsmittel auf einen Mehrwertsteuersatz von 19% hinaufzusetzen wären und pflanzliche Nahrungsmittel auf 5%. Das wäre sozusagen ökologisch nachhaltig. Wie kannst du dem folgen, respektive wie ist deine Meinung dazu? Das finde ich super. Fleisch ist, ist viel zu billig. Also das heimische Fleisch ist zu billig und das wird nochmal unter Preisdruck gebracht durch ausländisches Fleisch, das importiert wird. Fleisch ist kein Massennahrungsmittel, es wurde dazu. Ja? Also in Deutschland sagt man sogar Hartz-IV-Nahrung zu Fleisch. Ja? Das kann nicht sein. Wir müssen weg von diesem Massenfleischkonsum. Es braucht 6-mal so viel Energie, 1 Kilo Fleisch zu produzieren, wie 1 Kilo Getreide. Und das, die Zukunft ist fleischfrei. Das sagen alle Zukunftsforscher voraus. Wir werden noch Fleisch essen, aber das ist Kunstfleisch. Das wird im Labor produziert und das wird ähnlich schmecken. Dann werden wir aus Insektenmehl, wir werden Insekten züchten und aus diesem Mehl, das ist ein sehr proteinhaltigen Mehl, die unterschiedlichste Nahrungsmittel zubereiten. Aber wir müssen, der Fleischkonsum, der geht dem Ende zu. Die Fleischproduktion, der Wasserverbrauch, die Methanemissionen, der Flächenverbrauch, das Tierleid. Also die Liste an negativen Auswirkungen der Massentierhaltung ist endlos. Kleinteilige Landwirtschaft und kleinteilige Viehhaltung wird es immer geben. Und darüber sprechen wir ja gar nicht. Aber das sind ja keine Zahlen, die irgendeine Relevanz haben. Relevanz hat die Massentierhaltung. Und die müssen wir einfach abschaffen. Da führt kein Weg dran vorbei. Eine Zwischenstufe bis dorthin ist auf jeden Fall eine Erhöhung, also eine klimagerechte Steuerverteilung. Fleisch rauf, Gemüse runter. Und wir müssen auch den Anteil der Eigenversorgung von Gemüse und Obst erhöhen. Wir haben eine Eigenversorgungsrate, die ist katastrophal niedrig. Also in Österreich bauen wir unter 20% an und den Rest importieren wir von Obst und Gemüse. Und bei Fleisch und Milch haben wir eine Überproduktion. Und umgekehrt wird aber wir sind in der Steiermark, wird der steirische Apfel wiederum in Russland verkauft. Also. Okay. Ja, da gibt es ein paar Absurditäten in der Landwirtschaft. Politik, ja. Ich höre das heraus. In diesem Comic, The Common Good, wird davon gesprochen, dass im Jahr 2035 in Wien Fleisch noch erlaubt ist, während es in der restlichen EU nicht mehr erlaubt ist. Könntest du dir sowas vorstellen? Ich habe eher das in Wien quasi ist es noch erlaubt und im Rest der EU nicht. Das ist quasi ein Science-Fiction-Comic. Wegen den Würstelständen, ja, weil die FPÖ genau. Sich da durchsetzt und sagt, sonst wird unser wichtigstes Kulturgut zerstört und die Touristen bleiben aus. Ja, aber gut, ja. Ja, das macht man den Leuten nur vor. In Wirklichkeit ist das Fleischersatz. In Wirklichkeit ist das eine Pampe aus Insektenmehl und Soja. Also, wenn die Leute es nicht kennen, das ist, glaube ich, jetzt die Folge 141 oder 142 gewesen, The Common Good mit Stefan Guternick, da kann man sich das anschauen bei On The Grid, das ist unser Magazin, und der ist selber Vegetarier und ist eigentlich dagegen, dass man Fleisch verbietet, aber ist eine andere Geschichte. Ja. Nein, verbieten gar nicht, das ist jetzt noch eine wichtige Proteinquelle. Ich bin selbst seit 20 Jahren Vegetarierin, aber jeder soll das essen, wonach im worauf er Lust hat, aber schon mit Bedacht und bewusst. Ja, also beim Fleisch, man kann ja auch beim Biobauern und beim Nahversorgerbauern Fleisch kaufen. Ich habe immer gesagt, ich überlasse dieses Fleisch den Leuten, die nicht auf Fleisch verzichten können und wollen. Damit sie vom Billigfleisch, vom Massentierhaltungsfleisch umsteigen können auf das gute Fleisch. Auch gut zu wissen. So, in dem Sinn, Mahlzeit. Danke fürs Zuschauen. Die Dame lächelt noch einmal in die Kamera und ich sage danke an Martha Bismann für das doch sehr interessante und lange Interview und noch einen schönen Sommer. Danke für die Einladung zum Sommergespräch. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!